Ja, hallo, ich bin Schatzkampfschan, heute mit einem neuen Video. Und zwar, das ist mein erstes Video zu der Season 4 in Fortnite, die heute erschienen ist, in Kooperation mit Marvel. Das ist ja die größte Kooperation, die Fortnite bis dato hat. Es ist geisteskrank, ihr seht ja auch schon den neuen Lobby-Screen. Und wir gehen auch direkt mal rein, Leute. Nämlich, es gibt einige sehr interessante Sachen, aber bevor das alles hier losgeht, wichtige Sache, Leute. Super Dark Creator, Stunny eintragen. Aktuell, die Server sind noch komplett broke. Teilweise, die Leute können nicht zocken. Einige Leute können den Battle Pass nicht kaufen, so wie ich. Ich konnte den Battle Pass auf meinen Main-Account nicht kaufen. Deswegen sind wir jetzt während des Livestreams einfach hier auf den zweiten Account gegangen und habe mir den Battle Pass einfach auf 100 gegönnt, Leute. Muss einfach sein. Und ihr seht auch schon, es gibt wieder Stempelkarten und es gibt auch die neuen Wolverine-Challenges. Und ihr seht schon, man kann sich hier extrem viel freischalten. Wichtig, ihr könnt die Wolverine-Challenges nur machen, wenn ihr euch auch den Battle Pass holt. Also da müsst ihr auf jeden Fall aktiv sein. Es gibt auch hier, man muss auch sagen, es ist schon ganz, ganz böse, ne? Was hier alles dazugehört zu Wolverine auch, würde ich sagen. Also muss man meiner Meinung nach mitnehmen. Unlocks in 35 Tagen. Also es dauert noch ein bisschen, bis wir den haben. Aber ich würde sagen, nicht lang geschnackt. Ab in den Battle Pass. Iron Man, alle freuen sich schon. Abfahrt. So, Leute, jetzt sind wir auch schon im Battle Pass drin. Und ich muss sagen, ich finde, ja, so wie der dargestellt wird, fand ich eigentlich den alten Battle Pass besser. Sieht mir hier ein bisschen dunkel aus. Ich hätte mir hier noch ein bisschen mehr Farbe gewünscht. Aber natürlich, der erste Skin, den wir haben, ist Thor, den wir predicted haben, dass er reinkommt. Wichtig hierbei ist, es gibt keine anderen Styles für Thor. Es wird noch andere Farben gehen, aber die kann man sich alle später freischalten. Gucken wir uns vielleicht auch noch an. Und jeder einzelne Battle Pass Skin hat eine eigene Skin-Funktion, wo ihr euch in-game weiterentwickeln könnt in einen Superheld. Also das ist wirklich geisteskrank. Meiner Meinung nach wirklich mit Abstand der beste Battle Pass überhaupt, weil jeder Skin eine Eigenart hat und eine eigene Identität sozusagen. Richtig geisteskrank. Wir gucken weiter, Leute. Hier haben wir den Bifrost, glaube ich. Ich glaube, den kriegst du sogar free. Da musst du auch nicht mal den Battle Pass haben. Auch nur, ja, cooler Contract, kann man mitnehmen. Hier kennen wir Spray, V-Bucks, auch ganz wichtig. Und da haben wir auch noch Thor-Umhang. Ich muss sagen, Thors Umhang sieht auch mächtig aus, ne? Dieses Galaxy-Universum-Style gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier auch noch den Gleiter. Das Coole bei diesem Gleiter ist, dass auf dieser Fläche verschiedene Bilder projiziert werden können. Also nochmal so ein kleiner Special-Meshel-Gleiter. Dann haben wir hier nochmal einen Banner. Und dann haben wir hier auch nochmal die Thor-Awakings. Dass er quasi erwacht, Sache. Oh, da muss man sogar hier eine Challenge abschließen. Also ihr müsst da den Torhammer aufheben bei Salty Springs, denke ich mal. Okay, coole Sache. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass man hier noch extra Challenges abschließen muss. Dann haben wir hier eine sehr, sehr geile Tarnung, meiner Meinung nach. Erinnert mich so ein bisschen an Galaxy-Style, aber in so ein bisschen darker. Sieht richtig, richtig fresh aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Dann haben wir hier wieder den Hängegleiter. Das ist genau der gleiche Hängegleiter, aber ihr seht, der hat halt verschiedene Styles. Ich weiß nur, jetzt, guckt euch das an. Ey, das ist so geil, da könnt ihr auch nachher die weiblichen Hulk-Skin raufprojizieren. Da gibt es, glaube ich, insgesamt 20 Styles für diesen geilen Hängegleiter. V-Bucks. Dann, ich muss sagen, ja, die Emotes sehen auch ganz nice aus. Hier, das ist es, Leute. Ey, das ist Next Level. Was ist das? Das ist ein Hängegleiter für Thor. Zu wild. Und jetzt kommt die, ja, das ist die Weiterentwicklung. Jetzt entwickelt er sich, glaube ich, weiter, ne? Ja. Ey. Sorry, aber ich habe die Styles vermisst, aber alleine, dass man das machen kann, müssen wir nicht drüber reden, oder? Müssen wir nicht drüber reden? Was ist das für ein Battle Pass? Da haben wir noch so eine langweilige Tarnung. Top eh keiner für She-Hulk. Ich muss sagen, She-Hulk ist auch ein geiler Skin, ne? Dann nochmal ein schönes Spray hier, Leute. Ich finde sie leider nicht so muskulös. Musik interessiert mich eh nicht. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Muskelmasse gewünscht. Und dazu auch den passenden Hängegleiter. Boah, wir müssen ja warten hier, bis das ein bisschen scharf wird. Aber hier, boah, guckt euch mal bitte an. Ey, überlegt mal, man könnte da irgendwie sein eigenes Logo raufmachen oder sonst was. Das wäre ganz, ganz böse Geschichte. Und hier haben wir die süße Maus. Viele, also ich finde, also der Skin so sieht schon geil aus, aber den gibt es erstmal noch in einer Dark Variant. Und ihr könnt euch mit diesem Skin in den grünen Hulk verwandeln. Das ist halt so ein bisschen das Besondere. Werden wir aber gleich auch noch im Laufe des Battle Pass freischalten. Ich glaube, Leute, dieser Battle Pass ist so vollgepackt. Da war noch keiner gewesen. Boah, was ist das hier für ein cooles Backbling, finde ich. Hat so Scales of Justice. Wir müssten hier übrigens auf Englisch umstellen, weil Deutsch geht nicht. Du kannst einfach mit der deutschen PS4-Version nicht Fortnite aktuell spielen. Kurios, was hier abgeht. Also so ein Season-Start hatten wir bis dato noch nicht gehabt. Dann haben wir hier die Double Pickaxes, die Hammer of Justice. Finde ich natürlich geil. Auch hier wieder in den zwei Variants, wie wir den haben. Dann auch mal hier ein Loading Screen. Oh ja, das ist natürlich für She-Hulk eine geile Sache. Und jetzt kommen wir hier nämlich. Bam.
in-game oder wir können uns allgemein in die Muskel-Hulk-Variante verwandeln. Ich mag den Skin sehr. Ich finde ihn, wie gesagt, er könnte noch ein bisschen mächtiger und breiter aussehen, aber ansonsten einfach diese Funktion auch zu nice. Transform into a Hulk. Dann haben wir hier noch einen schönen Contrail. Ist in Ordnung. Und natürlich, Leute, als Favorite Backbling, Leute, Groot, muss ich auch sagen, ist einer meiner All-Time-Favorite-Skins im Battle Pass. Sieht, guck mal, wie sweet das aussieht. Der kleine Groot-Ass, der da hinten am Updancen ist. Oh mein Gott. Einfach wirklich schön. Das freut mich so zu sehen. Da haben wir hier noch eine schöne Tarnung, eine Holztarnung mit ein bisschen Moos drauf. Ich sag euch, Skin-Contest in dieser Season, bei den ganzen Möglichkeiten, was man auch storytechnisch machen kann. Böse. Böse, böse, böse. Und hier haben wir natürlich auch nochmal Groot. Hier ist Groot. Nochmal hier einen neuen Style für den... Oh, das sieht mächtig aus. Oh, das ist auch sweet hier. Ey, für Groot auch wieder echt gesorgt. Auch ein cooler Hängegleiter, muss ich sagen. Das kannst du natürlich auch für andere Skins verwenden. Das ist halt das Gute. Einige Hängegleiter sind nur exklusiv für die Skins. Und dann haben wir auch noch, ihr seht hier, Raccoon. Haben wir auch mit dabei. Und Raccoon ist quasi der exklusive, ihr seht, Begleiter von Groot, der Battle Brother. Das ist, wie er einfach so einen Beschützen probiert, so um einen rumfliegt. Alleine diese Funktion, das macht es so nice, finde ich. Das macht jeden Skin zu wirklich was Besonderem. Oh, eine geile Tarnung. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Cloud Burst. Schönes Ding. Ja. Nimmt mal mit. Ja, Emote. Contrail mit Blitzen. Ja, okay. Also wir haben schon so krasse Contrails, deswegen fallen die gar nicht mehr auf. Wir haben hier noch Storm. Auch ein cooler Skin, finde ich. Sieht sehr, sehr mächtig aus. Wird's auch noch. Also die hat auch einen geisteskranken Hängegleiter. Freunde, Storm hat einen exklusiven Hängegleiter auch nur für sich. Die schwebt wie so ein Sturm zu Boden. Abnormal. Dann haben wir hier wieder einen neuen... Oh, zeig dich mal. Zeig dich. Komm, komm. Sei nicht so schüchtern. Oh, yes. Nämlich, das ist die neue Version. Das ist die zweite Version, die wir vielleicht auch noch sehen werden. Hä? Ach, du Scheiße. Das ist eine Pickaxe? Das ist eine Pickaxe? Ich kipp vor... Neue beste Pickaxe in-game. Ey, das ist ja zu... Ey, das sehe ich gerade zum ersten Mal. Das ist ja zu krass. Und dann haben wir hier noch... Das meine ich, das ist ein Hängegleiter. Ihr gleitet zu Boden als Sturm. Müssen wir nicht drüber reden. Ey, die Skins sind... Also, wer sich im Battle Pass diesmal nicht holt, hat echt die Kontrolle leider über sein Leben verloren. Und das ist einfach, glaube ich, nur nochmal so ein kleiner... Ja, das ist quasi auch nochmal so ein Style, den man auswählen kann. Also so eine veränderte Variante. Finde ich ganz geil, muss ich sagen. Sieht auch sehr mächtig aus. Hier seht's. Ist ein Emote. Schönes Ding. Hat man denn hier nochmal so schön Cape auf einmal rausgepackt. Dann nochmal hier ein bisschen Mucke. Jetzt kommen wir zu Dr. Boom. Mit... Eieieiei. Ich sag euch, ihr werdet gleich umkippen, wenn ich euch das Emote von Dr. Boom zeige. Oh ja, ich muss... Ja, ja, passt halt die Tarnung zu ihm, ne? Aber auch ein... Guckt euch mal bitte hier. Ne? Auch ein sehr, sehr mächtiger Charakter an. Aber das war's noch nicht gewesen. Nein, 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 nein. Das... Viele werden jetzt sagen, oh, guck mal, das Backbling ist schon nice, aber viele werden jetzt auch vielleicht sagen, eigentlich nicht so special-mäßig, aber es wird noch was kommen. Zwei Sachen. Gucken wir weiter. Hier, einen neuen Style, beziehungsweise wieder ein neues Design. Oh, toll, toll, toll. Und das ist der Hängegleiter von Dr. Boom. Das ist ein Hängegleiter. Okay, gut, kann man machen. Er schwebt einfach mit der Magie zum Boden. Kann nur Dr. Doom einsetzen. Loading Screen. Also man hat hier wirklich, man muss auch auf die Details achten. Ne? Jeder Charakter wurde mit sehr vielen Details ausgestattet, die es bis dato in 14 Seasons von Fortnite noch nicht gegeben hat. Und jetzt. Krassester Emote all time. Imagine, du gewinnst eine Runde und packst das Ding aus. Baba Boss der Round.
müssen wir einfach nicht drüber reden. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich will es nochmal präsentieren hier einmal. Mächtiger geht's nicht. Mächtiger ist an dieser Stelle nicht möglich. Auch meiner mitbesten Emotes, wie schon in dieser Season. So, jetzt kommen wir zu Mystix. Finde ich auch. Die hat eine sehr. Ich finde. Okay, ich muss sagen, ich finde das geil, dass hier pro Thema von Skin sich der Hintergrund ändert. Also haben wir schon coole Gedanken gemacht. Auch hier sehr, sehr schönes Bannerbild für den Glider. Emote, da haben wir hier nochmal hier schön bannermäßig. V-Bugs müssen natürlich mit dabei sein. Ja, Loading Screen. Und hier haben wir Mystique. Mystique hat auch nochmal. Ihr seht auch, ich finde die Pickaxe ist sehr nice. Hat aber auch nochmal eine Special-Funktion. Erstmal hier auch ein cooles Backbling, wie ich finde. Kann man gut kombinieren mit einigen coolen Skins. Dann nochmal die Selectable Styles, also verschiedene Styles gibt es hier auch noch. Sehen wir hier in den zwei Varianten, schönes Ding. Und jetzt kommt die Special-Funktion, und zwar, ihr könnt euch einfach als, ihr seht, guck mal, einfach No-Skin-Waffe, obwohl die eine Tarnung hat, die wechselt immer hin und her. Und jetzt könnt ihr euch zu einem No-Skin verwandeln. Hey, ihr könnt die Gegner ja maximal trollen. Wie heftig ist denn das? Iron Man haben wir hier natürlich auch mit dabei, hat auch einen exklusiven Hängegleiter. Und zwar, das ist da auch ein Hängegleiter, der zu einem Hängegleiter werden kann. Oh, hat man es gerade gesehen? Der ist gerade hier interaktiv, ist der ein bisschen. Ich glaube, da sieht man auch die Kills hinten drauf, weil wir sehen da zwei Zahlen drauf. Oha, guck mal, der geht so zusammen. Ey, nice. Nanotech Targeting, also ich glaube, da wird sogar das Ziel anvisiert. Heftiges Backbling, was wir hier haben. Boah, müssen wir nicht drüber reden, ne? Krasse Tarnung für die Waffe von Iron Man. Und hier ist er natürlich, Tony Stark. Das war's aber immer noch nicht gewesen. Der Hammer kommt einfach jetzt. Das ist Level 100. Das ist klar, dass das Level 100 war, weil Tony Stark muss sich natürlich auch zu Iron Man verwandeln. Auch nochmal, was ist das für eine Pickaxe, bitte? Hallo? Statement zur Pickaxe? Hallo? Ach, hier haben wir den Hängegleiter. Hier haben wir den Hängegleiter. Ist der nur für Iron Man? Ja, er kann nur zu Iron Man. Also er funktioniert nur mit Iron Man. Auch ein Exclusive-Gleiter für den Skin. Dann nochmal bei 99 TV Bucks. Und jetzt kommt's. Ich warne jeden da draußen, schnallt euch am besten an. Es wird insane. Ihr könnt euch in Iron Man verwandeln. Easy peasy lemon squeezy. Also ihr seht, man muss auch immer Special Challenges machen. Ich finde schade, ich vermisse so ein bisschen die levelbaren Skins. Aber trotzdem, die Skins sind diesmal so individuell und alles. Battle Pass schockt mich wirklich unnormal. So, das kommt jetzt nochmal nachträglich in das Battle Pass Video rein, Leute. Und zwar guckt euch mal bitte hier, sehen wir nochmal die ganzen Outfits, die man sich durch Complete Weekly Challenges freischalten kann. Also die ganzen verschiedenen Styles, die zu den Marvel Skins dazu sind. Da sehen wir hier nochmal Jenny Walters in der Dark Variant, wie ich angesprochen habe. Dann Storm in der Punk Variante, sieht auch böse aus. Dann hier Wolverine auf Classic Basis. Ja, ist ganz nett. Aber das war's noch nicht gewesen. Auch sehr geil, gefällt mir auch hier Dr. Doom in der Gold Weiß-Variante, Mystique in Blue und jetzt kommt's, Freunde. Das ist wirklich, dass ich das übersehen habe und noch nicht gesehen. Ich habe es gesehen auf Twitter, aber ich habe es noch nicht gesehen im Battle Pass und Ingame. Und jetzt kommt's weiter, Leute. Und zwar das, man weiß noch nicht, wie man sich die freischalten kann. Keine Ahnung, wie ihr seht. Ey, was ist das, Leute? Die ganzen Skins, ach hier, Reach Level 110. Ah, okay. Da gibt es eine Chrom-Variante und guckt euch mal. Oh! 115. Ich dreh durch, Digga. Ich drehe 125, Alter. Dr. Doom im Silver Surfer Style. Abnormal. Abnormal. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Auch mal Tony Stark hier in der Silber Variant. Und als letztes der 140er Wolverine auch in Silberfolie. Alter, das wertet den Battle Pass wirklich nochmal um Längen auf, ey. Alles, Leute, in den kommenden Videos. Ich werde vier
20 Euro PSN-Karten verlosen, indem ihr einfach euren Insta-Namen unten in die Kommentare reinschreibt. Superstar Creator, Item-Shop gerne eintragen, Leute, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich hoffe, euch hat das Battle Pass-Video gefallen. Stani nicht vergessen einzutragen. Lasst ein kostenloses Abo da, um keine Videos zu verpassen. Heute wird noch ein Video kommen, Leute. Abonnieren, liken, dies, das. Chill mit Öl.